So. Ich hoffe, da ist gleich kein Wald mehr. Ja, geht. Geht so. Aber wenigstens haben wir die Stahlpicke. Durch da. Oh, und warte mal, die Schrotflinte. Was? Warum schießt du so schnell? Du bist eine Pistole. Ja, es gibt doch Pistolen, die schnell schießen, aber das kam ziemlich schnell vor. So. Bessere Methode. Lava fällt vor der Haustür. Ja, okay. Die Lücken, die da jetzt sind, die mache ich später heil. Ich will es nur schon mal andeuten, dass ich dann zumindest etwas hier habe. Dann kann ich hier nämlich schon auch einen Turm hinsetzen. Der ist dann ein bisschen sicherer hat. Ein da. Und ein, sagen wir mal, hier. Und du bekommst ein paar Magazine. Und du bekommst den Rest. Stell übrigens mal ein bisschen mehr Munition her. So. 10 Stück. Da. Was bist du? Zink. Dich brauchten wir für Gunmetal Alloy, falls es das noch gibt. Aber allgemein scheinen Ressourcen nicht so das Problem zu sein. Also, die Massen sind vielleicht nicht da von Zink und Zinn und so weiter, aber einzelne Haufen haben wir überall verteilt. Das heißt, ich hoffe mal, wir brauchen es nicht in Massenproduktion. Dann ist alles gut. Mauern sind alle? Mauern sind alle. Keine Steinziegel mehr. Ja, aber gut, es ist unten dicht. Da oben haben wir noch keine Basis gesehen. Wir ziehen das jetzt hoch bis... Das ist eine gute Frage, bis wo wir es hochziehen. Weil theoretisch könnten wir das hier alles dann auch auffüllen. Und dann hier zumachen. Da hoch, da rum und dann da wieder runter. Dann hätten wir definitiv genug Platz. Ja. Basis, 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 Basis. Komm mir vor wie bei Asterix. Die ganze Welt ist von Alien überrannt? Nein, nicht die ganze Welt. Eine kleine Fabrik leistet erbitterten Widerstand. Raus. Ich guck mal ganz kurz, ob hier auch schon überall Basen sind. Weil ich weiß nicht, ob meine Radaranlage da hinten hinkommt. Gold! Nur mal so ein bisschen, falls wir es für irgendwas brauchen. So 10 Stück oder so sollte reichen. Kommt in unser zukünftiges Hauptlager, dann ist gut. Oh, und ich wollte gucken, ob hier Obsidian wieder rauskommt. Ich habe 10. Dauert schon ein bisschen länger. Ardite Ore 2. Ardite Ore 3, Obsidian 11. Oh, und meine Stahlpicke ist kaputt. Nein! Das ist jetzt nicht so gut, weil ich wollte eigentlich gerade Tungsten abbauen. Ja, und dafür brauche ich die Stahlpicke. Mist! Okay, gut. Wir merken uns, wenn wir hier weiter hoch... Noch mehr Gold. Wenn wir hier weiter hochgehen, finden wir Tungsten. Das nächste Mal, wenn wir unterwegs sind mit der Stahlpicke, schnappen wir uns das, damit ich mit einer Tungsten-Pickaxe versuchen kann, später die Kristalle abzubauen. Silber, Kobalt, Blei. Ja, hier oben geht's so rum. Also ich denke, ich ziehe die Mauer einmal komplett hoch. Habe ich noch viel, viel mehr Platz. Ja, nix hier. Was ist das da für ein Feld? Das weiße da. Kristall... Oh, Basis. Kristallformation, Kristallformation. Das hier wäre ein richtig, richtig schöner Außenposten. Also Kristalle, Kohle, Eisen, Kupfer, Stein. Komisches blaues Zeug. Alles auf dem Haufen. Wäre auch relativ nah an der Basis, könnte man also mit diesen Langstreckenpoles mit Strom versorgen. Ja gut, also das ist mein, also kurzfristiger Plan, wir ziehen die Mauer bis nach ganz oben. Und wieder Türme dahin. Mittelfristiger Plan, wir schnappen uns das da als ersten Außenposten. Und dann müssten wir auch eigentlich genug Ressourcen haben, um eine ganze Weile auszuhalten. Weil wir haben hier in unserer Riesenbasis hier schon recht viele Ressourcen eingeschlossen. Direkt vor den Toren haben wir auch viele Ressourcen, die wir so in kurzen Räuberaktionen abbauen können, bis wir angegriffen werden. Und dann mit dem Außenposten sollten wir echt gut lange bedient sein. Wobei, es gibt halt keine Produktivitätsmodule mehr, ne? Das heißt, wir haben jetzt nicht mal aus einem Stück Eisen 4, 5 machen können.
Muss ich schauen. So, Sulfur Processing haben wir. Batterien wäre das nächste. Für die Science Packs. Und alles andere. Research. Jo, mach. Ist okay. Worüber ich mir ein bisschen Gedanken mache, ist, dass innerhalb unserer Mauern Basen spawnen. Weil ich halt so ein großes Gebiet abgedeckt habe. Das heißt, ich denke, ich sollte das Muster möglichst schnell ausbreiten. Weil das dürfte blockieren, dass hier irgendwas sich ansiedelt. Beziehungsweise wir sehen dann, wenn sich was ansiedeln will. Wir können versuchen, mit der Schrotflinte das da wegzuballern. Das wird wahrscheinlich nichts werden, aber wir könnten es theoretisch versuchen. So, Batterienforschung ist am Laufen. Ich hätte sehr gerne Roboter, die mir helfen, hier Schneisen in den Wald reinzuratzen. Aber das dauert noch. Und ich baue jetzt nichts, weil ich habe keinen Stahl. Aber da habe ich ja in weiser Voraussicht schon zwei Schmelzanlagen angeschmissen. Das ist gut. Lass mich durch. So. Gib her. Gib her, gib her. Bau ein paar Mauern. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Jo, kommt nichts unten an. Sehr gut. Ihr habt auf jeden Fall genug Eisen. Das ist schön, ja. Gib mir die Chips. Bitteschön, Chips. Was? Das war die falsche Kiste. Gib mir Chips. Bitteschön, Chips. Was, 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 was? Wow. Wir haben Bluffys Bänder. Du kriegst Ärmchen. Gib mir ein paar Fließbänder. So, Fließbänder. Ärmchen. Mach grüne Tränke. Grüne und rote Tränke sind noch vorhanden und stauen sich hier und alles ist gut. Kupfer wird langsam mau, weil ich es halt so unregelmäßig abhole und wir nur drei Drills haben. Ich beschränke dich mal komplett. So, du bist auch schon beschränkt. Gut. Du kriegst mehr Stein, obwohl wir keine Steinzahnräder brauchen. Und ich hätte gern Stahl. Und zwar hätte ich gerne zwei Picken. Gut, die hätte ich auch gerne schon da drin, gestapelterweise, damit ich dual picken kann. Und ich hätte gerne Pumpjack. Oh, Zinkplatten? Ernsthaft? Was? Brauche ich noch irgendwas Komisches, Abgefahrenes? Nee, ich brauche erstmal Zinkplatten. Ja, gut, dann baue ich erstmal drei Pumpjacks. Wir haben momentan eh keine Möglichkeit, das weiter zu verarbeiten. Und ich gehe jetzt los und hole mir das Tungsten. Und Zink. Das war ja vor dem Osttor irgendwo. Also da. Karte. Das da vielleicht? Oder das da? Ja, suche im Wald nach einem Haufen Steine. Kommen wir näher. Oh. Das da könnte das. Das Eisenerz? Was? Ist das ein Feld Eisenerz? Putzig. Zwei. Wow. Okay. Also, wenn mal richtig Not am Mann ist, gehen wir dahin. Gut, das wird es nicht gewesen sein. Das da unten könnte es gewesen sein. Gucken wir da nochmal hin. Genau, hier waren die Lücken. Kann ich gleich auch mal zumachen. So. Lass mich durch. Zu. Ups. Wir brauchen noch keine Zweifachmauern, geschweige denn Dreifachmauern. Hoffe ich mal. Wir hatten ja noch gar keinen Angriff. Dank unserer Ökopolitik. Guckt euch das mal an. Der Smog ist jetzt sogar innerhalb der Mauern geblieben. Der war bis vor kurzem noch hier hinten, hinter der Mauer. Also die Pollution-Module sind super. Wir produzieren zwar irre langsam und alles, aber dafür, ne? Gefahrlos. So, da ist irgendwas Weißes. Das ist Silber. Das da unten wird Kristall sein. Da ist auch schon eine Basis.
Also ich gucke mir das Weiße da an, obwohl ich mir recht sicher bin, dass es Kristalle sind. Tin. Tin ist auch weiß. Es ist schön, dass alles weiß und grau ist und verschiedene Grautöne in Grautönen mit Weißtönen und so Zeug. Damit man es gut auf der Karte erkennen kann. Okay, ich nehme erstmal... Ich habe keine Ahnung, wie viel Tin ich brauche. Kann ich da jetzt einfach einen Drill drauf schmeißen? Also wenn ich hier jetzt so einen Coal Burner Mining Drill draufsetze, dann akkut die Basis im Osten auf jeden Fall. Also nö, ich baue jetzt mal 25 Stück davon ab. Das könnte ja vielleicht reichen. Dann gucke ich weiter. Ich brauche Zink Processing. Zink, Yui. Der will mich so verarschen, der Kerl. Research Zink Processing. Also die ganzen Subkomponenten sehen sehr interessant aus, dass man wirklich für die verschiedensten Maschinen jetzt verschiedene Metalle braucht. Achso, ich wollte eigentlich nur 25 abbauen, ne? Na komm, 35 ist eine schöne neue Zahl. So. Also Tin haben wir, hätten wir auch drin gehabt. Wir haben ganz viel Gold vor der Tür. Tin, Tin. Crystal ist weiß, ja. Blau ist Kobalt. Da unten ist noch was komisches, beigeartiges. Was? Warum ist das beigeartig, wenn es auch Kristall ist? Achso, es sah nur beigeartig aus wie in dem Grün daneben. Okay, das da unten ist Gold. Das Ding da ist so leicht weiß, gelblich, anders. Einfach nach Süden. Denn irgendwo im Wald ist irgendwo ein Steinding und das könnte das sein, was du suchst. Vor dem Kupferfeld. Ja, hier. Ach, Platz. Ich brauche unbedingt mehr Shooting Speed mit dem Ding. Zink. Halleluja. Also ich brauche 25 Zink. Für eine einzige Raffinerie war das, ne? Ne, 15 für eine Refinery. Und ich will 3 Refineries haben, also brauche ich 45 Stück. Ja, es wird dunkel. Ich denke, wir werden die Nacht hier verbringen. Mitten in einem Wald, der so ein bisschen angeschossen ist. Und hacken stundenlang auf einen kleinen Haufen Zink ein. Während südlich von uns eine Alien-Basis ist, nordöstlich von uns eine Alien-Basis ist. Und der Weg zur Mauer, wo sporadisch Türme von uns stehen, die auch nur leicht bewaffnet sind und nur wenig Munition haben. Ja. Okay. Aber wir haben jetzt schon gleich 45, ist okay. 23 Magazine für die Schrotflinte habe ich auch noch. Was mich allerdings wirklich interessieren würde, ist, gibt es schon Medium weiter? Aber das sollte ich nicht versuchen, nachts rauszukommen. Sonst komme ich zu nah an die Basis ran. Also raus hier. Zur Basis. Einmal Ressourcen einsacken. Ressourcen neu verteilen bei den Fabriken. Mauern bauen von den neuen Steinen, die abgeholt wurden. Oh, und ich wollte noch Tungsten einmal abbauen. Haben wir irgendwo schwarze Punkte? War doch schwarz, oder? Bist du Tungsten oder bist du Kohle? Ich hatte mir gemerkt, im Nordosten. Wenn du im Nordosten die Mauer weiter baust, dann war da irgendwo ein Tungstenfeld. Aber ich sehe da nur Gold. Beiges, weißes Ding, also Tin oder Zink oder so. Und das da ist blau. Das sollte eigentlich Kobalt sein und nicht Tungsten. Na gut, gucken wir gleich. Ich, du Baum. So. Dass das eine Mini-Basis. Ich bin gerade über ein Lavafeld gelaufen, aber das passt. Hier irgendwo. Achso, da war Zink. Habe ich mir das deswegen gemerkt im Nordosten? Wegen dem Zink und nicht wegen dem Tungsten? Nee, da. Richtig, Tungsten. Ja. Dunkelblau. Selbe Farbe wie Silber. Und Kobalt. Also Kobalt, Silber und Tungsten haben dieselbe Farbe auf der Map. Gut. Und ich kann Tungsten abbauen mit Stahl. Sehr schön.
Ich bin mir relativ sicher, dass ich mit Tungsten dann auch die Diamanten abbauen kann. Also man kann wesentlich mehr von Hand jetzt machen, was ich super finde. Weil... Wow, das geht richtig schnell kaputt. Guck mal ganz kurz hin. Oder habe ich einfach das nur beim ganzen Wald schon verbraucht gehabt? Nee, es geht richtig gut runter. Hälfte des Tools ist schon gleich kaputt. Wir haben noch nicht mal 10 Tungsten. Krass. Aber gut, das sollte ja reichen. Ja, hör mal auf. Die 12 Tungsten, die ich jetzt abgebaut habe, sollten reichen, um später eine Pickaxe zu bauen. Was brauchen wir dafür? 5 Tungsten Plate. Und für eine Tungsten Plate brauchen wir 1 Tungsten. Ja, super. Das heißt, ich könnte mir 2 Tungsten Pickaxe bauen. Und mit denen sollte ich dann auch weiter Tungsten abbauen, damit wir genug Tungsten haben für weiter Tungsten Pickaxe. Macht Sinn. Jo, okay. Hochbauen. Weiter hoch. Geh weg, Mauer. Baumauer. Zeug. Ding. Habe ich noch Türme? Nein, Bautürme. Ich muss mein Holz wirklich einlagern. Mach mal da, Turm. Also, nächste Folge. Zurück zur Basis. Ressourcen einsacken, Ressourcen neu verteilen. Und irgendwo innerhalb des Musters mir einen Platz suchen, wo das Zentrallager später hinkommt. Also wahrscheinlich in der Nähe von den Flüssigkeitsdingern, weil das relativ zentral ist in der Basis.